Da ist er schon, der Vater ist schon da, hat sich alles erklärt hier. Okay, danke. So löst sich alles von selbst. So, wir machen jetzt ein Stück von den Beatles. Ich denke, jetzt sollten wir mal wieder jemand anders singen lassen. Genau. Vielleicht mal auf der Seite. Auf der Seite hatten wir heute schon. Machen wir mal da drüben. Der junge Mensch in Schwarz, der da steht. Der mit der Beatles-Maske, ne? Der da. Der sieht aus wie Ringo Starr. Ich werde das jetzt nur die Lippen bewegen und der junge Mann hinter mir singt. Well, I bet you are gonna be a big star. Cause when an Oscar you can never tell. The movie's gonna make me a big star. Cause I can play the part so well. Well, I hope you come and see me in the movie. Then I know that you both know and see. Cause I can play the part so well. Well, I hope you come and see me on the movie. Then I know that you will always see the biggest fool that ever had the big time. All I gotta do is act natural. Hallo Nachbarn! Hallo Nachbarn, auch der Herbst hat schöne Tage und das merkt man in Neukölln. Gestern die Sonderlee-Fete und heute sind wir hier in Britz auf dem Marktplatz Britz Süd. Und was ist hier los? Hier hat zum vierten Mal der Markthändlerverband Neuköllns und Berlins, kann man ja sagen, und der Präsident, der Wolfgang Oeser, steht ja neben mir, seine große Marktfete durchgeführt. Und wir müssen sagen, es war wieder ein toller Erfolg gewesen. 18.000 bis 25.000 Neuköllner und Berliner waren mindestens heute hier gewesen, wenn nicht noch mehr. Der Umsatz war gut und ich muss sagen, Wolfgang, die Tradition sollten wir fortführen. Das war die vierte Veranstaltung. Wann kommt die fünfte? Die fünfte ist wieder nächsten Jahr im September. Und ich kann das wiederholen, was Herr Madegold gesagt hat, dass die Fete ein Bombenerfolg war. Die Händler sind zufrieden, die Kundschaft ist zufrieden, sie hat auch reichliche Angebote bekommen und auch mal was so mitnehmen können. Wir hatten 200 Präsentkörbe zur Verlosung, die schnell weg waren und das werden wir im nächsten Jahr auch wieder durchführen.
Ja, und dass wir das durchführen können, dafür wird natürlich auch der Bezirk sorgen und der Senat von Berlin, hier an der Spitze unser Staatssekretär Wolfgang Banona, auch ein typischer Neuköllner, wie Sie ja alle wissen. Wir werden nämlich diesen Markt hier halten. Es gab ja mal Überlegungen, dass hier noch Aufstockungen kommen und der Markt eventuell verschwindet. Das ist nicht so. Dieser Markt ist hier unter Denkmalschutz gestellt worden mit allen Gebäuden hier ringsrum, sodass also hier die Tradition auch in den nächsten Jahren noch weitergeführt werden kann. Und das ist schön, das freut Neukölln, das freut Berlin. Alles klar. Wunderbar, Herr Manegold, aber bist du ein Entertainer?